Der Vogel mit den 100 Stimmen. Oh, nicht doch. Schon wieder ein Fehler. Flechtest du immer noch? Ich wollte schon längst fertig sein, aber bei Fettauges Geschnarche kann ich mich nicht konzentrieren. Du musst zwitschern wie ein Vogel, dann hört er auf damit. Entweder du irrst dich oder du kannst einfach keine Vogelstimmen nachahmen. Vielleicht hat Fettauge ja auch verstopfte Ohren. Such mir doch lieber noch ein paar Weidenruten. Na gut. Auf geht's, kleiner Donner! Wir haben ihn gehört. Aber wir haben ihn nicht gesehen. Er hatte sich versteckt. Es war furchtbar. Ich habe sein Geheule sofort erkannt. Wir hatten schreckliche Angst. Sieh dir das an. Ich zittere jetzt noch. Und ich erst. Weißt du, was die haben? Keine Ahnung. Was für ein Geheule. Na, das von dem Kojoten. Ein Kojote? Das ist doch gar nicht sein Revier. Das ist es ja. Er verlässt sein Revier nur, wenn er großen Hunger hat. Und wenn er großen Hunger hat, dann frisst er einfach alles. Er frisst sogar Otter. So wie uns. Aus welcher Richtung kam das Heulen? Von da. Na los, Jungs, hauen wir ab. Was will der Kojote nur in dieser Gegend? Ein Schaf hier im Wald, das ist nun wirklich seltsam. Und? Hier ist kein Schaf. Lauft weg, schnell! Ein böser Geist lässt hier im Wald ganz viele unsichtbare Tiere brüllen, Yakari. Er hat recht. Ich habe unten am Fluss gerade einen unsichtbaren Wolf heulen gehört. Auf zum Fluss! Aber der Wolf... Das ist Krickrack, der Rabe. Wieso versteckst du dich, Krickrack? Wieso verstecken, Yakari? Ich bin doch genau hier hinter dir. Ja, aber wer versteckt sich dann hier in diesem Busch? Komische Laute für einen Vogel. Ein Vogel? Keine Angst, kleiner Vogel. Ich werde dir nichts tun. Was bist denn du für einer? Nun, man kennt mich unter dem Namen Spottdrossel. Also, mein Name ist Yakari und das hier sind meine Freunde Kleiner Donner und Krickrack. Sag mal, wie viele Tiere kannst du denn nachmachen? Viele. Du hast Talent. Er hat jede Menge Waldtiere in die Flucht geschlagen. Und das nennst du Talent, Yakari? Ich wollte euch nicht erschrecken. Mit den Lauten wollte ich mich schützen. Was hast du da am Bein? Ist das eine Schnur? Komm her, du Unglücksvogel! Verstecken hat keinen Sinn! Ich finde dich schon! Du hast mir schon eine Jagd verdorben! Es reicht jetzt! Sucht er nach dir? Aber... Was er wohl mit dem Vogel vorhat? Nichts Gutes, wenn du mich fragst. Der Vogel ist jetzt so weit weg, dass er nichts mehr zu befürchten hat. Na endlich! Und die Weidenruten? Hab ich leider vergessen. Hast du schon mal von einer Spottdrossel gehört? Ja,
Nennt man die Spottdrossel nicht auch den Vogel mit den 100 Stimmen? Ja, ich habe eine gesehen mit einer Schnur am Bein. Aber sie flog weg, weil ein Jäger hinter ihr her war. Ein Jäger? Aber was will ein Jäger denn mit einer Spottdrossel? Keine Ahnung. Vielleicht will er ja das Talent der Spottdrossel ausnutzen, um damit andere Tiere einzufangen. Genug geflochten. Diesmal begleite ich dich, Akari, ja? Eine Feder. Noch mehr Federn. Ich sagte doch, ich finde dich. Du wirst mir helfen, die Bisons zu fangen. Schneller! Lauf so schnell du kannst, kleiner Donner! Wir müssen den Vogel vor dem Jäger finden! Mach dieses Wolfsgeheul nach! Lauter! Und zwar so! Du machst dich wohl über mich lustig! So jagst du den Bisons keine Angst ein! Noch schauerlicher! So sollte es funktionieren. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu den Bisons. Ich binde dich an einem Baum fest und du wirst so wie eben den Wolf nachahmen. Die Bisons haben Angst vor Wölfen, also werden sie wegrennen. Und zwar zu dem Engpass, den ich kenne. Und dann brauche ich nur noch zu schießen. Das war's. Sehe ich, aber ein Jäger und eine Spottdrossel nicht. Shh, hör doch mal. Das könnte die Spottdrossel sein, die Wolfsgeheul nachahmt, um die Bisons zum Engpass auf der anderen Seite zu treiben. Aber warum? Dort wartet der Jäger auf sie. Er setzt den Vogel für die Jagd ein. Ein Glück sind wir noch nicht zu spät. Lass uns die Bisons in die entgegengesetzte Richtung locken, Yakari. Wir müssen sie vor dem Jäger retten. Aber die Bisons fürchten sich ja gar nicht. Und warum heult dieser dumme Vogel denn nicht lauter? Ah. Lauft, ihr Bisons! Jeha! So ist es gut! Hallo, Spottdrossel. Ich bin's, Yakari. Und das hier ist meine Freundin Regenbogen. Der Jäger zwingt dich, die Bisons in seine Richtung zu treiben, oder? Ja, und wenn ich mich weigere, riskiere ich mein Leben. Wir müssen ihn befreien. Steig auf meine Schultern. Seid bloß vorsichtig. Dieser Mann ist sehr gefährlich. Beeil dich, Regenbogen. Die Schnur ist zu fest verknotet. Ich schaffe es nicht. Ah, so ein Nichtsnutz. Versteckt euch. Schnell. Jetzt kannst du was erleben, du frecher Vogel. Das nennst du Wolfsgeheul? Verspottest du jetzt mich? Also eins verspreche ich dir. Wenn du nochmal versagst, wirst du es bereuen. Morgen ist deine allerletzte Chance, ist das klar? Wir brauchen Hilfe, um ihn zu befreien. Und einen richtig guten Plan. Ich brauche eure Hilfe, um die kleine Spottdrossel zu befreien. Sie hat sich über mich lustig gemacht. Auf mich könnt ihr nicht zählen. Ihr Wolfsgeheul hat mich erschreckt. Und uns hat sie mit ihrer Kojotenstimme Angst gemacht. Ja, große Angst. Ja, aber dieser Jäger könnte auch euch mit Hilfe der Spottdrossel überlisten. Wirklich wahr? Er könnte sie zwingen, Laute nachzuahmen, um euch in seine Netze zu locken. Das ist ja schrecklich. Ja, schrecklich. Na schön, ihr Otter. Dann kann ich also auf eure Hilfe zählen? Das gibt's doch nicht. Diesmal mache ich kurzen Prozess mit dieser Spottdrossel. Du kannst
kannst nachahmen, wen du willst. Darauf falle ich ganz sicher nicht rein. Das ist ja tatsächlich ein Rabe. Jetzt reicht's aber, dummer Vogel. Nein! Lass mich in Ruhe! Also den sehen wir ganz bestimmt so schnell nicht wieder. Gut gemacht, Regenbogen. Dein Grizzlybär aus Baumrinde war wirklich sehr überzeugend. Dein unheimlicher Schatten aber auch. Jetzt bist du frei. Ich danke dir, Yakari. Ein Frosch, richtig? Sehr gut, Yakari. Ein Hund. Fettauge. Zwitscher ihm doch mal ins Ohr, vielleicht hört er dann auf zu schnarchen. Aber mit Vergnügen. Frag dich nur, wie lange es anhält. Ein Pferd für kleines Blatt. Guten Morgen, Yakari. Guten Morgen. Wollen wir zum Fluss reiten? Regenbogen ist auch da. Was hältst du davon, kleiner Donner? Vorsichtig, kleines Blatt! Du darfst dich einem nervösen Pferd nie von hinten nähern. Ich glaube, ich habe kleines Blatt noch niemals sprechen hören. Seltsam. Ich schon. Sie kommt oft her und unterhält sich mit uns Pferden. Sie möchte unbedingt ein eigenes Pferd haben. Oh, meinst du wirklich? Ja, aber sie ist doch noch viel zu klein für ein eigenes Pferd. Komm, wir reiten zum Fluss. Sag mal, was meinst du denn dazu, Regenbogen? Wieso ist kleines Blatt mir gegenüber so schüchtern? Das ist nicht nur bei dir so, Yakari. Sie ist allen gegenüber schüchtern. Ja, aber nicht den Pferden gegenüber. Mit denen spricht sie. Das liegt daran, dass sie sich bei den Pferden sicher fühlt. Ob sie ihre Schüchternheit überwindet, wenn sie ein eigenes Pferd hätte? Vielleicht, aber sie ist ja noch viel zu klein, um ein Wildpferd zu zähmen. Ich könnte ihr doch dabei helfen. Aber sprich vorher lieber mit ihren Eltern. Gut, und dann finden wir ein Pferd für sie. Mit wir meinst du wohl uns beide, nehme ich an. Kleines Blatt. Oh. Warte, lauf doch nicht weg. Hey, sag mal, hättest du vielleicht Lust auf einen Ausritt mit mir? Also mit mir und kleiner Donner. Ich habe deine Eltern gefragt. Sie sind einverstanden. Wir wollen dir helfen, ein Pferd für dich zu finden. Ganz für dich allein. Oh. Kleines Blatt, bist du schon fertig? Und Proviant hast du auch mitgebracht. Halt dich gut fest. Kleiner Donner macht heute für dich eine große Ausnahme. Er lässt nicht jeden auf seinem Rücken reiten. Wir haben einen weiten Weg vor uns, um die Pferde zu finden. Eine kleine Pause? Schon hoch. Wir brauchen eine Pause.
Ich schaffe es nicht, sie zum Sprechen zu bringen. Höher. Wir bleiben hier stehen, sonst erschrecken sie sich. Steig ab. Sie brauchen Zeit, um sich an unsere Gegenwart zu gewöhnen. So etwas kann den ganzen Tag dauern. Kari, sieh dir das an. Huh? Oh nein, pass auf! Puh, das war knapp. Du darfst dich einem Wildpferd nicht so voreilig nähern. Das ist anders als bei unseren Pferden. Du musst dich ihnen Stück für Stück nähern. Ganz langsam und behutsam, klar? Warte. Sobald sie unruhig werden, bleibst du stehen. Und jetzt suchen wir das Pferd aus, das am ruhigsten ist. Das da zum Beispiel. Rotes Pferd. Rotes Pferd. Wenigstens weißt du jetzt endlich, wie ihre Stimme klingt. Sich langsam nähern ist gut, aber das allein reicht noch nicht. Du darfst nicht laut rufen und keine schnellen Bewegungen. Das kleine graue Pferd scheint etwas ruhiger zu sein als das rote, das immer so viel Abstand zu den anderen hält. Aber ich will das rote und kein anderes. Warte hier, kleiner Donner. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Also, sobald du in der Nähe des Pferdes bist, flüsterst du ihm was Freundliches zu, ganz leise. So ist es gut. Lass es deine Hand beschnuppern. Freundschaft kann man nämlich nicht erzwingen. Das ist ja unglaublich. Sie hat es geschafft. Sieh mal, kleiner Donner, das hier ist mein neuer Freund. Er heißt Rote Wolke. Ja, ja. Oh. Ja, höher! Komm, die Pferde werden fliehen! Ja, los, schneller! Ja, los! Wir müssen warten, bis der Jäger seine Wahl getroffen hat. Rote Wolke, Rote Wolke! Kleines Blatt, komm zurück! Das könnte gefährlich werden. Aber ich will nicht, dass er Rote Wolke fängt. Vielleicht wird ihm das ja auch gar nicht gelingen. Wir werden ihre Spuren verfolgen, solange es noch hell ist. Wir haben die Spur der Pferde verloren. Ruh dich erstmal aus, kleiner Donner. Und wenn wir sie nicht wiederfinden, suchen wir dir morgen einfach ein anderes Pferd. Das wolltest du doch, oder? Ein eigenes Pferd? Ich will Rote Wolke. Du musst jetzt was essen, damit du bei Kräften bleibst. Brücke zu sehen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Nicht zu fassen. Sie hat diesen weiten Weg ganz allein zurückgelegt. Nein, sie wird doch nicht versuchen, sich Rote Wolke zu schnappen. Sieht ganz so aus. Ah!
kleine Diebin. Lass sie los. Sie ist doch noch ein Kind. Ist das deine Schwester? Hast du ihr etwa beigebracht, Pferde zu stehlen? Aber Rote Wolke ist mein Pferd. Meint sie das Pferd mit der Feuerfarbe? Ja, und sie hat es Rote Wolke genannt. Sie sagt die Wahrheit. Sie hat dieses Pferd nämlich vor dir gezähmt. Du lügst! Das rote Pferd stand bei den anderen Wildpferden, als ich es einfing. Es ist ihnen nur gefolgt, aber Kleines Blatt hatte es schon gezähmt. Das glaube ich dir nicht. Dieses Pferd hat ein schlechtes Wesen. Ich werde viele Monde brauchen, um es irgendwie zu zähmen. Das kommt, weil du böse zu ihm bist. Mir gehorcht es. Wir sind Freunde. Jetzt reicht's aber. Mach, dass ihr wegkommt. Sie kann es dir beweisen. Mhm. Dann soll sie es doch mal reiten, wenn sie es so gut gezähmt hat. Wenn ihr gelogen habt, werde ich euch vor meinen Stammesrat führen, um über euch zu richten. Und dann gehört das rote Pferd mir. Sei nur vorsichtig. Rote Wolke könnte verängstigt sein und unberechenbar reagieren. Rote Wolke wird mir schon nichts tun. Na gut, aber wenn er nervös wird, steigst du sofort ab. Mhm. Sie wird ihn reiten. Wir werden jetzt spazieren reiten. Du und ich, bist du einverstanden? Jetzt bist du frei. Oh. Du hast nicht gelogen. Du hast dieses Pferd gezähmt. Aber ich hab's dir doch gesagt. Wir sind Freunde. Ihr könnt das Pferd mitnehmen. Ich fange mir ein neues. Danke. Das ist eine sehr kluge Entscheidung. Lass uns losreiten. Ich traue mich zwar nicht so recht, mit den Leuten im Dorf zu sprechen, aber mit den Pferden ist es ganz anders. Vor denen habe ich gar keine Angst. Und sie hören auf mich. Glaubst du, sie verstehen mich? Aber sicher doch. Schön, dass du keine Angst mehr hast zu sprechen. Rote Wolke ist das schönste Pferd auf der ganzen Welt. Und auch das schnellste. Vielleicht nicht ganz so schnell wie Kleiner Donner, aber fast. Und ich habe ihn mir ganz allein als Freund ausgesucht. Außerdem ist Rote Wolke das allerklügste Pferd überhaupt. Hast du gesehen, wie gut wir uns verstehen? Ich brauche ihn kaum zu berühren und er weiß sofort, was ich von ihm möchte. Hallo, Regenbogen, huhu. Sieh doch nur, ich habe mein eigenes Pferd. Sein Name ist Rote Wolke. Es ist ganz lieb und unglaublich schnell ist es auch. Rote Wolke scheint ihre Schüchternheit vertrieben zu haben. Mhm. Wollen wir spielen, Regenbogen? Ja, gern, Kleines Blatt. Also, als sie noch nicht so viel geredet hat, war sie mir doch lieber. Wie wär's jetzt mit einem Ausritt, Kleiner Donner? Nur du und ich. Und ganz in Ruhe.